Hallo zusammen, ich bin hier in Warschau und es ist jetzt schon dunkel. Wir sind jetzt mitten in der Nacht hier an einer total belebten Kreuzung und ich möchte euch jetzt zeigen, wie ihr die Kamera einstellt, um Langzeitbelichtung zu machen. Das heißt, wir wollen hier ein paar schöne Lichtspuren reinbekommen und dafür müsst ihr so ein paar Sachen beachten. Das Allerwichtigste bei einer Langzeitbelichtung ist, dass ihr ein Stativ nutzt. Wenn ihr kein Stativ zur Verfügung habt, dann könnt ihr die Kamera auch wie hier zum Beispiel auf irgendwas auflegen, auf eine Mauer oder ähnliches. Es ist also ganz wichtig, dass die Kamera ganz stabil steht während dieser Belichtungszeit. Das Allerwichtigste ist, stellt ihr zuerst einmal in eurem Kameramenü ein die Qualität und ihr stellt da RAW ein, weil ihr dann nachher noch in der Bildbearbeitung viele Möglichkeiten habt, das Bild zu verändern. Der nächste Punkt, der ganz wichtig ist, weil wir die Kamera ja auf einem Stativ oder auf einem festen Punkt haben, wir stellen den Steady Shot, also den Verwacklungsschutz, aus. Weil sonst führt gerade dieser Verwacklungsschutz zu Verwacklung. Hört sich ein bisschen komisch an, ist aber so, wenn die Kamera auf einem Stativ steht, hat ja nichts auszugleichen, der Verwacklungsschutz, und deshalb stellen wir ihn aus. Als nächstes gehen wir her und stellen den Autofokus auch aus. Das hat den Sinn, weil wenn wir gleich auslösen mit einem Kabelauslöser, wäre natürlich perfekt, aber wir machen das hier mit einem Zeitauslöser, dass denn nicht der Autofokus noch wieder anfängt hin und her zu springen, weil hier vorne fahren ja Autos hin und her und da verändert sich der Fokuspunkt denn und das möchten wir nicht. Das heißt, wir stellen den Fokus also manuell ein. Wir können das hier ganz gut sehen durch diese Peaking-Funktion. Sehen wir genau, wo der Fokus denn liegt. Jetzt ist der nächste Punkt. Wir nutzen eine möglichst niedrige ISO. Hier bei der A77, die ich hier verwende, kann ich die ISO bis auf 50 runterstellen. Ich denke aber mal, weil es schon relativ dunkel ist, gehen wir hier auf ISO 100. Hab die Kamera in dem A-Modus stehen und jetzt kann ich über die Blende die Zeit regulieren. Ich kann das auch umgekehrt machen, aber ich möchte die Blende so ein bisschen kontrollieren. Ich bin jetzt hier bei einer Blende von F14, weiter sollten wir nicht gehen, und kommen so auf 6 Sekunden. So, das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist warten, bis der Verkehr kommt. Hab den Zeitauslöser hier auf 10 Sekunden stehen. Wir lösen aus. Jetzt kann sich die Kamera beruhigen. Das heißt, durch das Auslösen kommt es nicht mehr zur Verwacklung. Jetzt wird belichtet. Wir kommen ein paar schöne Lichtspuren durch jetzt. So, die Kamera verarbeitet jetzt. Das dauert nochmal, wenn wir die Rauschunterdrückung haben, genauso lange wie die Belichtungszeit. Und hier haben wir schon unsere ersten Lichtspuren drin. Und das können wir natürlich verändern, indem wir entsprechend länger oder kürzer belichten. Wenn wir länger belichten möchten, können wir hier einfach die ISO nochmal verändern auf ISO 50. Und schon hat sich unsere Belichtungszeit verdoppelt. Ja, das war's hier zum Thema Langzeitbelichtung mit der Spiegelreflexkamera. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, wie immer gerne im Forum. Nachher blende ich euch noch ein paar Bilder ein, die auf diese Weise entstanden sind. Und ich hoffe, ihr findet da ein bisschen Spaß dran. Bis zum nächsten Mal. Ciao.